Halt! Kein Durchgang! Für die Durchreise wird eine Gebühr erhoben. Jede Form wird akzeptiert, sei es Gold oder ein anständiges Bier. Hier, bitte. Vielen Dank, du kannst passieren. Wow. Ich glaube, ich muss allgemein die Viecher hier töten. Nicht nur diese Feldräuber, kann das sein? Da ist nichts zu holen. Guck mal, die geben weniger Erfahrung, aber sind. Die machen mehr Hits als die Feldräuber. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Die machen echt Hits, Alter. Nichts zu plündern. Richtig. Womit denn? Oh, der sieht ein bisschen anders aus, der linke da. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da. Was war das gerade? Ja. Ich töte die einfach. Auch wenn ich zu Rita gehen soll, mit ihr wegen den Raubtieren drehen soll, aber ich töte die einfach jetzt einfach, die ganzen Viecher da. Alter, was ist denn das? Das sieht noch krasser aus irgendwie. Krieger. Yo, wie die Minecrawler. Wie die Minecrawler-Krieger oder wie? Nein. Oh oh. Hä? Von Gefahren umgeben. Ich sehe keine Berührung von Weinbergen von See aus. Haben wir die Quest fertig oder müssen wir noch mehr machen? Ein Typ erpresst Reisende. Was? Wo? Wie? Auf der Brücke hinter dem Weinbutt. Um den Frieden zu wahren, habe ich ihn für die Überquerung bezahlt. Der Kerl scheint nicht gefährlich zu sein, aber er kann für Reisende lästig sein. Das ist großartig. Ich brauche noch einen weiteren Wachmann. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Gut, dass du mir Bescheid gesagt hast. Fangheuschrecken scheinen dein Land zu mögen. Ich habe bemerkt, dass sie den Boden über den Häusern deiner Mitarbeiter aufgaben. Wir müssen einen Weg finden, sie daran zu hindern, hineinzukommen. Ich habe schon seit einer Weile vor, eine vernünftige Plattform über diesen Hütten zu errichten. Geh in meine Lagerhöhle, dort sollte es ein paar Bretter geben. Nimm sie und breite sie auf dem Boden aus. Wow. Die Fangheuschrecken sollten nicht in der Lage sein, sie zu durchdringen. Und zieh mich nicht so an, das kostet sonst extra. What the fuck? Wo ist das Lagerhaus? Hier. Nee. Kluges Kerlchen. Na bitte, geht doch.
hier. Das sieht auch nicht nach einem Lagerhaus aus, nee. Ich glaube eher ein Haus für die Bauern. Och man. Jetzt kriege ich wieder keinen Bock mehr, wirklich, auf diese Quests hier. Hier? So ein Lagerhaus. Wow, super. Aber es ist ein Bogen. Nee. Na, hier sind die Bretter. Aber wo soll ich denn die jetzt bauen, hä? Das check ich irgendwie nicht. Das wundert mich nicht. Einige Probleme. Hier oder was? Nee. Hä? Er musste es ja besser wissen. Über den Hüttern. Das sollte doch hier sein. Hier oder was? Ah ja. Ah, jetzt habe ich alles wirklich getan. Okay, perfekt. Perfekt. Gut. Dachte, dass wir müssen noch mehr Scheiße machen. Aber wenn es nur das war, dann ist ja okay. Ich habe die Stellen überprüft. Und? War es sehr gefährlich? Habe ich irgendetwas zu befürchten? Nein. Es war nur auf dem Kürbisfeld gefährlich, wo ich ein paar Waldräuber erledigen musste. Du bist vor dem See sicher und die Häuser deiner Mitarbeiter habe ich vor Fangheuschrecken geschützt. Was den Wachmann dort drüben, wie du ihn nanntest, angeht, so entscheide selbst, was du unternehmen willst. Dann ist es nicht so schlimm, wie ich dachte. Pass in der Zwischenzeit gut auf dich auf. Ich habe hier viel zu tun. 145 Gold. Ja, ist okay. Es ist auch nicht viel, aber wenn wir und gucken, dass wir von unserem Chef, den Leo F., den, ich hab vergessen, wie der heißt wieder, nicht so viel Gold bekomme, im Gegensatz von ihr. Also 145 Gold verglichen mit 250 Gold. Ja, naja. Naja. Stimmt, ich war in der Stadt und habe jetzt kein Magiebuch gekauft. Super. Das war's auch wieder mal komplett, ne? Vor allem, ich war einfach sogar im Händlergilde. Und die eine Frau da, die verkauft gefühlt alles Mögliche sogar an Magie. Heißt, die hätte es auch haben können. Ach, Mann. So, dann gehen wir mal in die Höhle, ne? Jetzt wird es ein richtiges Blutbad geben, denke ich mal.
Oh, 4 Leute sind wir jetzt. Perfekt. Ist alles bereit? Wir sind bereit. Füll noch ein Bier. Warum sitzt ihr hier und trinkt? Ihr habt die ganze Zeit nichts gemacht? Cortes hat dir ausdrücklich befohlen, den Hinterhalt vorzubereiten. Junge, reg dich nicht so auf. Wir trinken einfach aus und bringen es hinter uns. Hast du eine Idee, wo man anfangen könnte? Ich dachte daran, mich hinter den Kisten zu verstecken und sobald sie auftauchen, herauszuspringen und die Mistkerle aufzuschlitzen. Das sind ein paar Landeier. Niemand, der bei Verstand ist, würde Cortes ausrauben wollen. Wenn du einen besseren Plan hast, würde ich ihn gerne hören. Ich schaue mich mal um. Nur zu. Rodrigo, wow. Hast du eine Idee, wie wir diesen Überfall vorbereiten könnten? Ich sehe nichts in der Höhle, was uns helfen könnte. In der Tat. Eine kahle Höhle. Nicht einmal viel Platz zum Verstecken. Ich habe aber eine Idee. In meiner Jugend habe ich Geiler gejagt. Diese fetten Bastarde sind wirklich schwer zu trennen. Und mit ihrer zähen Haut nützt es auch nicht viel, sie zu erschießen. Die einzige Möglichkeit ist, eine Falle zu graben. Es kostet ein wenig Zeit und Mühe. Aber wenn man sie an einer guten Stelle vorbereitet, an der man dann ein Tier anlockt, kann man die gesamte Jagd in wenigen Augenblicken beenden. Ohne einen einzigen Pfeil abzuschießen. Glaubst du, dass das bei den Banditen auch funktioniert? Die sind wahrscheinlich nicht schlauer als ein Keiler. Wer weiß. Einen Versuch ist es wert. Ich glaube nicht, dass ich Löcher graben werde. Wo soll ich das Loch graben? Vielleicht in der Verengung der Höhle. Hey. Auf diese Weise müssen sie hineinfallen, wenn sie versuchen, in die Höhle zu gelangen. Leute. Wenn das so ist, werde ich mal graben. Die Jungs und ich werden nach etwas Scharfem suchen, das wir in den Boden des Lochs stecken können. Boah, das wird eklig. Ich habe einfach eine Spitzhacke, Leute. Ich glaube es nicht. Kostenlos, Free Willy-mäßig. Und ich hätte bestimmt... Ja, 45 Gold wäre schon viel gewesen. Krass. Oh, oh. Lol. Oh. Okay. Ich habe ein Loch gegraben, was nun? Ich habe ein paar spitze Gegenstände gefunden, die sich eignen können. Simon und ich werden das Loch damit auskleiden. Und du gehst aus der Höhle und holst ein paar Zweige von einem grünen Busch oder Farn. Wir müssen dieses Loch irgendwie abdecken, sonst wird nicht einmal ein Blinder hineinfallen. Habe ich nicht schon welche? Nee. Junge, kann man nicht rüberspringen, Alter? Oh Mann. Büsche durchsuchen. Ah. Verdammt, das sticht wie kleine Blutfliegen. Heul nicht so rum, Alter. So cool gemacht, dass man aus Büschen und so Kisten auch so eine Art Truhe machen kann einfach. Oder die Leichen auch. Die Leichen ja auch, ne? Dass man die so... Also das sind dann einfache Gegenstände. Das sind NPCs, die nicht da waren oder sind. Das sind einfach gesagt, wie gesagt, Gegenstände, ja. Hast du alles? Sie könnten jede Minute hier sein. Ich habe Äste und Blätter. Will einen eigentlich alles in diesem Sumpf töten oder verletzen? Das ist das Schöne an diesem Ort, Junge. Nicht reden. Einfach in das Loch stecken.
Wenn das erledigt ist, stellst du dich als Feuer und wartest auf sie. Wir werden uns außerhalb der Höhle verstecken. Wenn sie kommen und bemerken, dass du hier bereits mit gezogenem Schwert wartest, sollten sie sich direkt auf dich stürzen und in die Falle fallen. Wir laufen hinein und töten alle Überlebenden. Nice. Ja. Kann ich jetzt auch einfach vorbeilaufen oder werde ich jetzt in der Falle irgendwie... Komm, wir springen mal rüber einfach. Wow. Wie komme ich jetzt rüber? Einfach so? Ah, okay. Erstmal holen wir uns Heilung. Oh, okay. Mhm. Interessant. Wen haben wir denn da? Junge, du konntest es einfach nicht sein lassen, was? Cortes hat euren Trick durchschaut. Die Abmachung ist ungültig. Habe ich mir doch gedacht, dass du Ärger machen würdest. Du musst wirklich dumm sein, alleine zurückzukommen. Es gibt hier jedoch noch jemanden, der ein noch größerer Idiot ist als du. Antonio, war es wirklich so schlimm für uns zu arbeiten? Dir ging es gut, du konntest ohne Furcht vor Sumpf einen Sumpf spazieren, aber du konntest den Hals nicht vollkriegen, war ja klar. Du hast das ganz falsch verstanden. Das war's für dich. Jungs, schnappt ihn! Hops genommen! Ich muss Coyote einholen, Rodrigo und die anderen kommen alleine zurück. Jetzt bist du dran. Boah. Da ist er doch. Lol. Easy. Easy, easy, Alter. Gold. Das ist schon mal weit. Noch nicht mal Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Hast du ihre Gesichter gesehen? Nicht mal die Keiler waren so in Panik, wenn sie in die Löcher gefallen sind. Verdammte Idioten, wegen ein paar Goldstücken so zu enden. Sie hätten es kommen sehen können, dass es darauf hinausläuft, wenn man sich mit Cortes anlegt. Ja. Ich habe Coyote erwischt. Er war nicht so schnell, wie er dachte. Zuerst dachte ich, du wärst einfach weggelaufen, als du diese Bastarde gesehen hast. Nicht schlecht, Junge. Cortes wird zufrieden sein. Wir werden die Überreste beseitigen. Und du kehrst zur Bucht zurück. Der Kapitän wird die Neuigkeiten so schnell wie möglich hören wollen. Ja. Ciao, Gonzalo. Liste mit falscher Bestellung. Blutfleckter Liste. Oder so. Sie sind dicht auf dem Fersen. Du sollst immer her. Ich werde das Gott bei seinem Schiff im Vanguard nehmen. Oh. Ich will jetzt selber zu ihnen verlassen. Schade. Der Arme. Aber ja, ist halt so, ne? Krasse Armbrust. Kann ich die Leichen irgendwie plündern? Das wäre echt geil. Boah, die Armbrust ist echt geil. Und wir haben auch neue Waffen wieder. Grobe Klinge? Ah, nee, okay. Edles Schwert, okay. Ich glaube, die kann man nicht plündern. Irgendwie. Was schreist du denn da rum? Ja, ich will die... Aha. Aha. Nichts zu holen. Nicht zu holen. Das war's. Keine Waffen, gar nichts. Ah, doch noch einer. Egal. Wenigstens dürfen wir die Gegenstände nehmen. Geil. Jetzt let's go zurück zu Cortes, Alter. Stimmt, und dann können wir gucken, ob die Rüstung wirklich besser ist als die bessere Söldnerrüstung. Mir hat aber nochmal Rüstung verkauft. Ich glaube, der eine Gemischtwarenhändler kann das sein.
denke mal, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war der eine Gemischtwarenhändler. Goldenen Ring. Oh ja, genau, 250 Gold. Vergiss es. Aber Schutz vor Feuer 50, das ist heftig. Und Magie 5. Die andere Rüstung hat 50, 55 und 60. Das heißt, die lohnt sich eigentlich mehr, aber kostet halt 700 Gold mehr mal. Heftig, ey. Da würde ich ja echt lieber warten, dass es noch mal eine bessere Rüstung gibt, statt die jetzt zu kaufen. Gold ist halt wirklich ein Problem in diesem Spiel, ne? Wir müssen echt irgendwo Lehrling werden, dann richtig fett Gold machen. Ansonsten haben wir keine Chance gefühlt. So, Cortez. Der Überfall war erfolgreich. Wir haben Coyotes Bande ausgeschaltet. Ein Problem weniger. Hast du mein Gold? Hier ist es. Und einen Moment lang dachte ich, du wärst so dumm, ohne mein Gold zu mir zurückzukommen. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass du so nützlich bist. Ich denke, ich werde mir die Sache mit der Händlergilde genauer ansehen. Vielleicht gibt es dort jemanden, mit dem es sich lohnt, Geschäfte zu machen. Ah. Und was machen wir mit Antonio? Er hat bekommen, was er verdient. Er wird dich nie wieder betrügen. Eigentlich schade, dass er sich auch noch in so etwas verstrickt hat. Er hat immer pünktlich geliefert, seine Preise waren nicht zu hoch. Es sieht so aus, als müsste ich mit jemandem vom großen Weingut sprechen. Ich muss sagen, du bist nützlicher als erwartet. Das gefällt mir, weil es Arbeit gibt. Einfache und schnelle Arbeit. Was ist zu tun? Geh zur Anlegestelle. Die ersten Boote mit Lieferungen sollten bald da sein. Wir erwarten eine große Warenlieferung. Du gehst und stellst sicher, dass alles nach Plan läuft. Wenn die Mannschaft beim Entladen Hilfe braucht, melde dich. Wackett ist der Kapitän des Schiffes. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Jetzt geh und verschwende keine Zeit mehr. Wo soll dieses Schiff sein? Anliegeplatz. Hier oder wie? Das sind aber Boote. Oh, das sind mehr Leute als davor. Wir sind übrigens wieder Level Up, Leute. Oh nein, sag es ihm selbst. Ich werde meinen Hals nicht riskieren. Rede, was du kannst. Wir können nichts dagegen tun. Du hast es vermasselt, Beckett. Das musst du selbst erklären. Du Idiot, ich hatte keine Kontrolle über das hier. Du musst schnell handeln. Auf keinen Fall. Das hast du dir selbst eingebrockt. Also kümmere dich auch darum. Hä? Warte mal. Ich hoffe, du bist fähiger als Simon. Wir müssen schnell handeln. Genug, um dich genau dort auszuweiten, wo du stehst. Wie? Wer bist du denn? Oh, scheiße. Sieh mal, Pat, der Bruder vom Gaskopf. Wie ist er nochmal? Jorn oder Jorn, wie auch immer. Jorn ist richtig. Ich schätze, du warst beschäftigt, aber ich hatte nicht erwartet, dich hier zu finden. Oh. Hast du unser erzwungenes Bad vergessen? Wir haben noch eine Rechnung offen. Oh. Wovon redest du? Ist dir klar, wie viele Leute es wegen dir nicht an die Küste geschafft haben? Du kannst Timo die Schuld geben. Der ist es! Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Wenn du Blut sehen willst, nur zu. Cortez wird sicher begeistert sein, die Ware und seinen Lieblingskapitän zu verlieren. Genau so ist es, mein Kleiner. Wenn du uns anfasst, hängt dich Cortez am Eingang der Kneipe auf. Genau so ist es. Also, was sagst du, Junge? Wir sehen uns später. Glaub nicht, dass ich das vergesse. Komm schon, du bist in einem Stück und dir scheint es ganz gut zu gehen. Wie ich deinen Bruder kenne, ist es ihm wahrscheinlich noch besser ergangen als dir. Er ist ja schon groß. Du hast etwas, das mir gehört. Was denn? Ein Amulett. Mein Bruder hat es dir gegeben, damit du uns nach Acholos bringst. Nun, er gab mir ein Schmuckstück. Du hast deinen Teil der Abmachung nicht eingehalten. Also, gib es mir. Moment mal. Ich habe euch zwar kein Boot für die Überfahrt gegeben, aber ich habe euch dennoch nach Acholos gebracht.
Du hast also keine Verhandlungsgrundlage. Mal abgesehen von unseren gemeinsamen Interessen natürlich. Wenn es gut läuft, bin ich vielleicht so gnädig, mich daran zu erinnern, wo ich es hingelegt habe. Lass uns zur Sache kommen. Cortes hat mir gesagt, ich soll dafür sorgen, dass die Ware ordnungsgemäß abgeladen wird. Soweit ich das sehen kann, gibt es nichts abzuladen. Wir hatten ein kleines Problem. Orks, die Orks sind hier. What? Die werden uns alle kalt machen. Halt die Schnauze! Orks, ist das dein Ernst? Wir sind die bewährte Route um Landraum gesegelt. Alles verlief reibungslos. Pat und ich haben schon angefangen, uns auszurechnen, wie viel Gold wir machen werden. Plötzlich ist aus dem Nebel eine Ork-Galeere aufgetaucht. Aus dem Nichts. Wir sind den Angriffen lange Zeit ausgewichen, aber wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie uns erwischen. Ah, das Schiff war nur ein paar Meilen vor der Küste zerstört. Ah, wir haben das Boot beladen, soweit es ging, und haben zugesehen, dass wir Land gewinnen. Du willst mir sagen, dass nur diese Boote und ein paar Kisten übrig sind? Die See war unruhig und hat uns etwas vom Kurs abgebracht. Oder vielmehr diejenigen, die nicht hier sind. Auf jeden Fall können wir die Situation noch retten. Jungs, wie krass ist das gerade? Es ist derjenige, der uns am Anfang nach Akollos gebracht hat und zwei, drei Menschen sind wegen, oder vier sogar, sind wegen ihm gestorben, weil er ein Dickkopf war, und wir treffen ihn einfach hier wieder. Was für ein Zufall. Und dann fucking Orks noch dazu. Die Orks kommen, Leute. Die fucking Orks kommen. Das ist gerade echt heftig, ne? Wie denn? Wie ich schon sagte, ist das Schiff nicht weit entfernt von der Küste gesunken. Das Meer muss irgendwo etwas angespült haben. Wenn wir uns beeilen, können wir das meiste davon zurückholen. Wo ist der Rest deiner Leute? Die waren auf den Booten und müssen auch irgendwo gelandet sein. Lauf die Küste ab und guck, ob du unsere Leute und vor allem die Ware findest. Ich? Was ist mit dir? Schau uns doch mal an. Sehen wir fit genug aus, um diese Sümpfe und das umliegende Küstengebiet abzusuchen? Wir sind beide kaum noch am Leben. Und das Allerwichtigste, Cortes darf nichts von den Orks wissen. Also kein einziges Wort darüber. Das Letzte, was ich will, ist, dass der Schmuggel wegen dieser Grünen heute eingestellt wird. Dann würde ich meine Einnahmequelle für immer verlieren. Willst du lieber den Kopf verlieren? Wenn Cortes eine seiner Einkommensquellen verliert, wird ihm das zwar etwas wehtun, aber er wird dadurch nicht verhungern. Bei mir ist das was anderes. Boss, Cortes könnte jeden Moment auftauchen. Mach dich an die Arbeit, Junge. Immerhin bist du derjenige, dem Cortes aufgetraut hat, dafür zu sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Ich rate dir gut, bei ihm nicht mit leeren Händen aufzukreuzen. Wenn du etwas findest, sprich zuerst mit mir. Und kümmere dich um diesen Idioten Simon, sonst wird keiner von uns den morgigen Tag erleben. Cortes muss über alles informiert werden. Weißt du, was er mit mir machen wird, wenn ich ihm solche Nachrichten gebe? Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Sag ihm, was passiert ist. Und lass ihn wissen, dass ich versuche zu retten, was ich kann. Mit etwas Glück spült das Meer einige Kisten an die Oberfläche. Ich werde nach ihnen und nach Überlebenden suchen. Wie auch immer. Ich würde dir raten, nicht ohne etwas Handfestes zurückzukommen. Weißt du überhaupt, was passiert ist? Beckett will es mir nicht sagen. Wie ist das Schiff gesunken? Wir müssen den Beckett hops nehmen. Ich mag ihn nicht. Der hat uns hops genommen, jetzt nehmen wir ihn hops. Tut mir leid. Ich weiß es. Ich werde Cortes später alles erzählen. Ich weiß nicht, was du verheimlichst, aber das wird nicht gut für dich ausgehen. Ja. Du bist ein Hurensohn, das weißt du. Junge, jetzt müssen wir den ganzen fucking Strand absuchen und dann noch die anderen Strände oder wie? Oh, das ist ein Mana-Trank. Hier ist aber nichts, ne? Rot Küste oder im Sumpf finden. Dann muss ich wohl zum Sumpf gehen. Aber wir können auch einfach rüberschwimmen, statt jetzt den ganzen Umweg zu nehmen, ne? Ja. Und da hinten sehe ich auch schon ein paar Sachen, glaube ich. Da bei der Palme.
Was ist das? Hä? Okay. Ja, das sind sehr, sehr viele Sachen da hinten. Warum blubbert es denn da so? Wie jetzt, wenn da jemand verseucht oder so? Eieiei, das sind echte Menge Sachen. Das Ding ist, wo ich hier angekommen bin, noch vor ein paar Folgen, ne? Ah ne, sind nur Steine. Ne, genau hier, wo ich hier angekommen bin. Ah ne, doch, das sind Kisten überall, lol. Wo ich hier angekommen bin, ich hätte einfach da schwimmen können und fertig, ne? Ist mir aufgefallen. Oh, da gibt es auch eine kleine Insel. Gucken wir erstmal hier an der Kiste. Und dann gehen wir doch da hinten und da hinten. Kann man die Kisten auch irgendwie nehmen? Nee. In Odyssey war es ja so, dass man die Sachen nehmen konnte. Also auch unter Wasser und so weiter. Gibt es ja auch was unter Wasser? Nee, irgendwie nicht. Da ist ein Lederbeutel, sehe ich gerade. Ein bisschen Blut. Blut. Ich sollte voller Erz. Voller Erz einfach. Oh nee, nicht schon wieder diese Warane. Oh, ich hab gar keinen Bock, Mann. Vor allem, ich bin jetzt im Wasser, wo ich so diese scheiß Laufanimation hab. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Wie ich Warane hasse, ich schwöre. Vor allem Feuerwarane. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Wie die Pest, ey. Auch wieder ein cooles Bild von Akolos. Ach man. Und dieses Laden dauert 10 Jahre, ne? Das ist auch schlimm. Aber vielleicht, wenn ich die FPS erhöhe... Warum habe ich eigentlich meine FPS nicht auf Unlimited? Kann mir das jetzt jemand mal beantworten? Weil dann ist doch das Laden gleichzeitig auch schneller. Ey, eine gute Frage. Nee, wobei. Doch, oder? Doch, ja. Ach, fick dich, nee. Alter. Nichts zu holen. Das ist nervig, wirklich, Mann.
Hä, irgendwas passt hier nicht. Ah, die Schraube ist locker. Deswegen macht die Maus so komisch. Also nicht grob. Da ist wieder ein Varan. Und eine Leiche sehe ich da. Nee, was ich sagen wollte. Ja, vom Gehäuse ist da eine Schraube locker und die ganze Zeit war es irgendwie komisch bei der Maus, wenn ich immer hoch und runter gemacht habe, aber jetzt ist logisch. Pff, nein, was ist das denn? Ah, die Alligatoren. Och, komm. Ah, das sind auch wieder irgendwelche Bewohner. Laber nicht. Ach, was. Was war das denn? Hä? Oh nee, ist er auch getriggert? Nee, okay. So, nichts zu holen. Muss ich wieder mein Gefühl, meinen ganzen Vorrat fressen. Herrlich, herrlich, Leute. Einfach herrlich. Ich brauche diese fucking Magie. Sie wurden erwischt. Ohne Waffen hatten sie keine Chance. Schade. Die Hitbox ist so komisch bei den Alligatoren. Nein, du nicht jetzt, bitte. Alter, verpiss dich doch mal, du Hurensohn. Er kommt näher. Digga, verpiss dich mal. Ey, willst du mich verarschen? Ey, nee, Mann. Ich will doch nur diese Leichen durchsuchen. Aber wie soll ich denn das machen jetzt? Geh mal weg, ja. Mistviech da. Ein Ring. Oh, Schatulle. Keine Leichen und die kleinen. Ich werde die Schatulle Cortes geben. Aber wir gucken trotzdem nochmal bei den anderen Inseln auch. Das interessiert mich jetzt einfach aus Interesse, weil dort die Sachen auch hingehen, ob da auch nochmal Sachen sind oder so. Sie also, müssen von hier gekommen sein. Ja, das brauchst du nicht zweimal sagen. So. Sollen wir da hinten auch mal gucken, dieser Palme? Ja, das können wir beim Zurückschwimmen machen. Gehen wir erstmal in dieser kleinen Insel da hinten. Könnten auch Überlebende sein, wisst ihr, was ich meine? Oder vielleicht gibt es hier auch noch was. Ah, jawohl. Was ist denn das wieder für ein Viech? Und da ist eine Höhle, sehe ich gerade. Und das ist wie ein Tempel. Lol. Wir haben einfach so einen Tempel gefunden, gefühlt. Weil da sind so Ruinen. Okay, interessant, Leute. Sehr interessant, auf jeden Fall. Lurker, okay. Ist ja nicht schlimm. Oh, ja. Tatsächlich.
Da ist nichts zu holen. Und hier ist sogar ein Überlebender. Ja, das war ein Pirat. Sumpfkrautpaket. Ah, okay. Atmen unter Wasser. What the fuck? Okay. Interessant. Was war das? Ah, nur ein Texturenfehler. Okay. Noch ein Lurker. What the fuck? Lass ihn mal in Ruhe da. Nichts zu holen. So. Gibt's hier noch irgendwo etwas? Nee. Noch ein Lurker. Ist sie hier oben oder was? Ja, ich glaube schon. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas in dieser Stadt? Stadt. Insel? Glaube nicht. Komm, Schraube, raus mit dir. So. Meine Maus wird eh nur noch mit einem Klebeband Ach, zwei sogar. Oder ist sie tot? Meine Maus wird Klebeband, Dings. Ah, ja, die lebt, okay. Hey. Keinen Schritt näher, oder ich werde dich töten. Ganz ruhig, ich werde euch nichts tun, versprochen. Du bist einer dieser verdammten Schmuggler. Du wirst genauso enden wie der dort auf dem Boot. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ganz im Gegenteil, mich haben sie auch erst vor kurzem auf diese Insel geschleust. Dich? Wo kommst du her? Ich komme aus Londran. Was, aus Londran? Lügner! Wir haben unser gesamtes Leben in der Stadt verbracht und dich habe ich dort nie gesehen. Kein Wunder. Meine Familie lebte außerhalb der Stadt. Wenn du wirklich der bist, für den du dich ausgibst, dann sag mir den Namen der Schenke gleich am Eingang der Stadt. Der Stolz der Insel. Vielleicht kann ich dir vertrauen, aber ich behalte dich im Auge. Komm auch aus Londran einfach. Deine Freundin sieht nicht sehr gut aus. Uns ist das Wasser ausgegangen. Millie hat mir den letzten Schluck gegeben. Hast du noch etwas bei dir? Ja. Sie ist ein gutes Mädchen. Du musst ihr helfen. Sicher. Dir würde etwas zu trinken auch nicht schaden. Hier, nimm. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass so ein simples Getränk so köstlich schmecken kann. Tja. Und jetzt? Was machen wir? Nimm mal dieses Untersuchsanimation. Millie. Einfach eine Millie. Was ist los? Wer bist du? Entspann dich. Ich bin hier, um zu helfen. Geht es dir etwas besser? Ja, ich fühle mich immer noch schwach, aber ich glaube, ich kann laufen. Das freut mich für dich. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir dich hier wegbekommen. Danke. Sprich mit Hades. Ich brauche noch einen Moment zum Erholen. Okay. Muss er von ihnen wissen? Eigentlich ja. Aber wenn er von denen weiß, dann... Ja, ein bisschen schlecht, oder? Was ist los? Hä? Ich bin so froh, dass Millie bei Bewusstsein ist. Ich hatte schon Angst, sie würde nie mehr aufwachen. Geben wir ihr noch etwas Zeit. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Fragen. Also gut. Was willst du wissen? Kannst du mir sagen, ob ihr irgendeine Ladung transportiert habt? Ja, sie haben das Boot mit Waffen beladen, bevor das Schiff gesunken ist. Aber nachdem Millie und ich hier gestrandet sind, haben die Bündel ins Wasser geworfen. Ihr habt was gemacht? Warum habt ihr das getan? Diese Leute hätten sich damit keine Brote geschmiert. Wir haben entschieden, ihre Pläne zu durchkreuzen. Sie liegen sicher irgendwo in der Nähe der Insel auf dem Meeresgrund. Oh. Wenn du danach tauchst, könntest du sie noch finden. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Warte einen Moment. Was wird aus sonst? Ich bringe euch von hier runter. Aber ich muss zuerst diese Waffen finden. Ohne sie ist unser aller Leben verwirkt. Was immer du sagst. Aber je früher wir hier wegkommen, desto besser. Wie seid ihr den Piraten losgeworden? Dieser Bastard war wirklich brutal. Und obendrein hat er uns auch noch zum Rudern gezwungen. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wir haben gerudert. Er hat gesoffen und uns immer weiter angetrieben. Ich habe geahnt, dass da nichts Gutes draus werden würde. Also habe ich ihn bei der ersten Gelegenheit beseitigt. Irgendwann ist dieser Säufer eingeschlafen. Da habe ich mir sein Messer geschnappt und ist direkt in seinen leeren Kopf gerammt. Millie war völlig geschockt, aber was hätte ich tun sollen? Er hätte uns zu seinen Dienerinnen oder Mätressen gemacht. Stimmt, ja. Jetzt lass mich doch mal ins Bett gehen. Und dann gehe ich mal die Suchaktion machen. Was ist los? Kann ich mir nicht hinlegen, doch. Raus aus meinem Bett! So. Jetzt müssen wir wohl die Waffenbinde suchen. Deswegen haben wir wahrscheinlich dieses Trank bekommen.
Na gut, es sieht nicht so aus, als ob es ein Kopf gerammt wurde, aber egal. Woman, Kappa. So, let's go, Leute. Hier ist eine. Die Waffen sind tatsächlich von Herdessen Wasser, ein Bündel ist nicht genug, ja. Da ist noch eins. Zack. Da ist noch eins, glaube ich. Zack. Es gibt zwei dritte Bündel, es gibt keinen Grund weiterzusuchen. Ja. Perfekto. Aber ich glaube, dafür hätten wir das Trank nicht brauchen können. Aber für was brauchen wir sonst diesen Trank? Eigentlich für nichts mehr. Ich glaube, das war die einzige Mission, wo man das gefühlt machen muss. Also ich weiß nicht, aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe die Waffen gefunden. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Was jetzt? Jetzt müssen wir es zum Ufer schaffen. Könnt ihr schwimmen? Ja, aber ich glaube nicht, dass es Mihi bis zum Ufer schafft. Was ist mit dem Boot? Ist es noch seetauglich? Das Boot selbst ist intakt. Aber wir haben die Ruder verloren. Außerdem müssen wir noch die Leiche dieses Halunken loswerden. Was ist mit der Leiche? Du hast die noch eigenhändig getötet. Ich teile mir kein Boot mit einer Leiche. Wird sie irgendwie los? Ich sehe mal, was ich tun kann. Wow. Das Boot, was? Ach, so cool. Es ist so cool gemacht, ne? Das ist echt so cool gemacht, das Ganze. Also Leute, jetzt segeln wir, machen eine schöne Reise. Seemannsreise. Hä? Hallo? Hä? Ah, Notruder. Jetzt spielen wir hier The Forest oder Dings nach. Wie heißt das andere Spiel? Stranded Deep, glaube ich. Jetzt aber. Hallo? Ah, das ist geil. Ey, das ist so fucking cool, Mann. Das ist so geil. Ah, jetzt auch eine Abkürzung. Nein, nein, aus. So. Let's go, Leute. Was? Paddel schnitzen. Alter. Das ist so geil. Wir können los. Oh, wirklich? Mir geht es ein wenig besser, lass uns keine Zeit verschwenden. Also gut, steigt in das Boot. Wir sind drüben, bevor ihr bis drei zählen könnt. Habt ihr schon Pläne, wo ihr als nächstes hin wollt? Das wissen wir noch nicht. Die Insel ist uns zwar fremd, aber Mii und ich werden schon zurechtkommen. Ohne euch zu nahe zu treten, aber wenn ich euch alleine losschicke, seid ihr in einer Stunde tot. Ja. Vor euch liegt ein riesiger Sumpf voller gefährlicher Viecher. Was sollen wir also tun? Wäre gut. Die Bucht ist nicht weit von hier. Ich werde euch bis zum Weingut begleiten. Der Pirat sprach von einer Bucht hier in der Nähe. Wäre das nicht fürs Erste das bessere Ziel? Glaubt mir, wenn ich euch dorthin bringe, erwartet euch nichts Gutes. Bestenfalls endet ihr als Kurtisanen und müsst den Rest eurer Tage die Schuppen dort unterhalten. Gut von dir, uns das zu erzählen. Ja. Genau diese Art von Albtraum wollen wir vermeiden. Ja. Gehen wir. Komm. Vor allem, wenn es von Londram-Leute sind, ne? Ah, guck mal, die sind hier. Okay, perfekt. Von hier aus sollte es sicher sein. Wenn ihr der Straße folgt, kommt ihr zu einem Weingut. Die Leute dort werden euch helfen und euch erwartet sicher ein besseres Schicksal, als wenn ihr in der Bucht geblieben wärt. Ja. Danke für alles. Falls wir uns noch einmal wiedersehen, werden wir dich belohnen.